Text geht es darum, wie ich Bundestagsabgeordneter werde. Also wie ich das machen möchte. Genau. Bundestagsabgeordneter in einer demokratischen Partei zu werden, ist schwer. Man muss in eine demokratische Partei eintreten, die im Bundestag vertreten ist. Das ist erstmal leicht. Aber es ist ein bisschen wie beim Sex, nur eintreten reicht nicht. Man muss sich auch engagieren. Und auch dann ist es nicht leicht, Bundestagsabgeordneter zu werden. Denn es gibt nicht so viele und die sind, möchten es gerne bleiben. Wegen den besonders bedeutsamen Bs für MDBs. Ihre Autoreifen brauchen kein Profil, trotzdem sind sie mal mobil. Sie brauchen keinen Inlandsflug, denn sie fahren kostenlos Zug. Bahncard 100 sind für niemanden ein Held, aber bekommen von jedem Geld. Sie sind die legalisierte Gewalt, bekommen 10.000 Euro Gehalt. Banknoten, schieß. Sie wohnen in Kreuzberg am Meer, am Spät ist Sternlinie leer. 5:30 meine Augen brennen, dreht auf einen Typen, der zwischen toten Tauben pennt. Berlin. Das sind die Bs. Warum Abgeordnete im Bundestag bleiben wollen. Aber der Bundestag ist nicht Offenbacher Main. Er ist kein Paradies auf Erden. Klar, Bahnfahren ist mega toll, aber viele Abgeordnete arbeiten neben des Vollzeit-Politikjobs noch nebenberuflich in ihren alten Job. Sie müssen das nicht machen. Aber was sollen sie machen, wenn ihnen 10.000 Euro pro Monat nicht reichen? Außerdem sind die meisten Abgeordneten alte heterosexuelle Männer. Was wollen die denn in Berlin machen? Aber gut, wie wird man nun, wenn man zum Beispiel nicht heterosexuell ist, nun Kandidat für den Bundestag einer demokratischen Partei? Erstmal muss man lange Mitglied der Partei sein und viele Plakate aufgehängt haben. Du musst dich überall, wo es geht, engagieren. Du bist also schon Berufspolitiker, bevor du dafür Geld verdienst. Und dann muss man Hinterzimmergespräche führen. Und das stellt ihr euch noch falsch vor. Das sind keine Hinterzimmer mit Kaminen und geschlossenen Gardinen. Das sind Vollkneipen, bei denen völlig fehl am Platz zwei Anzugsträger sitzen, die erst über den neuesten Parteigossip reden, den nur sie kennen, weil sonst niemand den Spiegel abonniert hat. Und später, wenn sie richtig betrunken sind, fragt einer, ob er für den Bundestag kandidieren soll. Beide sind ganz euphorisch und planen schon mal die Kampagne, die sie Kampa nennen. Der Slogan der Kampa bildet der Nachname des Kandidaten und das Jahr der Wahl. Hashtag Weber2021. Wenn sie plombiert aus der Kneipe geworfen würden, kotzt einer vor eine Laterne und der andere macht ein Bild. Er ruft, uah, das Bild nehmen wir für die Kampa. Hashtag authentisch. Hashtag nah bei den Leuten. Hashtag Weber2021. Aber was ist, wenn ich es ganz anders probiere? Ohne jegliche Absprache verkünde ich auf Facebook, dass ich für den Bundestag kandidiere. Die Brückenhäuser, das Wahrzeichen Bad Kreuznach im Hintergrund und ich lächle freundlich im Vordergrund. Schönes Hemd, blaue Jeans und schicke Schuhe. Unten rechts im Bild steht mein Slogan für die Kampagne: Gemeinsam, politisch, für eine nicere Welt sorgen. Svenny. Mein Beitrag wird oft geteilt und er ist in Zeit und Schreiben über mich. Ich werde gefragt, ob ich die 20.000 Euro, die von der Partei als Eigeninvestition für den Wahlkampf verlangt wurden, schon gespart habe. Habe ich noch nicht ganz. Aber ich habe die Idee, meine Kandidatur durch Auftritte bei Poetry Slams finanzieren zu lassen. Wenn mir nur jeder Zweite bei meinem nächsten Auftritt 75 Euro gibt, ich meine Bahncard-Bonuspunkte und meine 3 League of Legends-Accounts verkaufe, muss ich nur noch einen Kredit über 17.520 Euro aufnehmen. Also, investiert in mich? Ich mache vieles anders. Ich habe zu Beginn nur Inhalte, die mir wirklich wichtig sind. Ehrenamt stärken, deutschlandweite starke Ehrenamtskarte einführen, Kultur stärken und mehr Kultur in den ländlichen Raum bringen. Und ja, manchmal rechnet sich der Abend da nicht, aber dafür ist der Staat da. Einfach kurz vorstellen, dass die Kultur eine Branche ist, in der mehr als 1 Million Menschen arbeiten. Das ist gar nicht so schwer, denn die Kultur ist eine Branche, in der 1,2 Millionen Menschen arbeiten. Eine Stimme für die Jugend sein. Und in der Politik sind Menschen, Jugend, die unter 45 Jahre alt sind. Für den Rest treffe ich mich mit BürgerInnen, für die ich Politik machen will. Also, alle Parteiveranstaltungen sage ich ab, denn mich interessieren Politikwissenschaftler nicht. Sondern die Leute auf den Spielplätzen, den Kneipen, im Sportverein, ihnen höre ich zu.
Zusammen überlegen wir, wie wir die Welt ein bisschen nicer machen können. Und das alles erzähle ich bei der Wahlkreiskonferenz. Ich bekomme 37% der Stimmen und verliere. Nikolai Weber gewinnt mit seiner Kampagne Hashtag Weber 2021. Nach der Konferenz trinken alle Bier. Ich trinke mit Freunden Sekt. Denke, es ist nicht alles perfekt. Ich stehe noch unten auf der Leiter. Doch mal trotzdem weiter. Nicht alle können ein Spagat, noch weniger haben ein Mandat. Werde mich weiter engagieren, denn es kann viel passieren. Für eine nice Welt ohne Sexismus im Bierzelt. Für eine gute Pflege für legale Fluchtwege. Über Ungerechtigkeit klagen, schön Nagellack tragen. Ich werde nicht faul rumliegen, bis die Nazis rausfliegen. Das war Sven Tippe.